Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute ein sehr wichtiges Video, wenn du deine Gesprächstechnik auf ein neues Level bringen möchtest. Wenn du Frauen im Gespräch noch schneller von dir überzeugen möchtest. Weil heute geht es um die Macht der Wörter. Komisches Thema, weil wir Männer ja meistens sehr stumpf reden, aber du solltest dir angewöhnen, mit Frauen vielseitiger zu reden, weil dann kannst du in den Frauen die richtigen Gefühle auslösen und im besten Fall werden sie diese Gefühle, die positiv sind, auch mit dir in Verbindung bringen und du wirst dementsprechend als attraktiverer Mann wahrgenommen. Also, welche Art von Wörtern solltest du benutzen? Das sind Wörter, die eine hohe Schwingung aufweisen. Wörter, die in Menschen gewisse Gefühle auslösen. Und jeder Mensch hat da auch andere Wörter, die andere Gefühle in diesem Menschen auslösen. Ja, klassisches Beispiel dafür, du hörst irgendein Lied von früher und kannst dich dann auch wieder daran erinnern, wie du dich damals gefühlt hast. Ja, an den Sommer von vor 7 Jahren, wo das eben der Sommerhit war und du denkst da wieder zurück an den Urlaub, den du da hattest oder an die Menschen, die du kennengelernt hast, wie du dich gefühlt hast, was alles da passiert ist. Und genau dasselbe passiert eben auch mit bestimmten Wörtern. Deswegen, die wichtigste Regel bei den Wörtern, die du verwenden solltest mit einer Frau, ist erstmal, achte darauf, welche Wörter verwendet die Frau häufig. Und wenn du das herausgefunden hast, was machst du dann? Ja, du verwendest diese Wörter auch. So, jetzt fragst du sicherlich so, warum soll ich denn dieselben Wörter verwenden? Ganz einfach, weil wir Menschen uns immer zu dem hingezogen fühlen, was uns ähnlich ist. Und du schaffst es dann einfach, dass du auf die gleiche Wellenlänge mit der Frau kommst, beziehungsweise noch schneller Rapport erzeugst. Was Rapport ist? Rapport bedeutet einfach eben, dass ihr euch so fühlt, als würdet ihr euch schon sehr lange kennen, als wärt ihr Seelenverwandte, obwohl ihr euch vielleicht noch gar nicht so lange kennt. Und das schaffst du eben auch unter anderem durch die richtigen Wörter, vor allem eben durch die Wörter, die sie oft verwendet. Aber es gibt auch andere Wörter, die sehr wichtig sind, die du oft verwenden solltest. Beispielsweise Liebe. Liebe ist ein Wort, was sehr viel Energie beinhaltet und in Frauen auch starke Gefühle auslöst. Das ist natürlich für uns Männer schwierig, solche Wörter irgendwie zu verwenden in einem Gespräch mit einer Frau, die man vielleicht noch gar nicht so lange kennt. Aber du kannst diese Wörter, die ich dir jetzt alle nennen werde, gut in Stories verpacken. Das werde ich dir am Ende noch mal erklären an einem Beispiel. Was ist noch ein Wort, was sehr energiebehaftet ist? Freiheit oder lebendig, Energie, Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit, dankbar, Dankbarkeit, Wärme. Ja, das ist jetzt nur mal eine kleine Anzahl von Wörtern, die eben sehr, sehr positive Emotionen in Frauen auslösen können. Und deine Aufgabe ist es einfach, erstmal dir die Wörter zu merken. Ja, also die kannst du dir jetzt gerne mal in dein Handy reinschreiben, die notieren und vor allem dann daraus auch Geschichten zu entwickeln, die im besten Fall zu dir passen, die auch irgendwelche Merkmale von dir preisgeben und die diese Wörter beinhalten. Ja, beispielsweise, was könnte man jetzt daraus basteln? Ich erzähle von meinem letzten Roadtrip nach Ungarn an den Plattensee. Bah, ich liebe es, wenn ich an den Plattensee fahre. Ich fühle mich dort immer so frei und lebendig. Und ja, irgendwie gibt mir dieser Ort auch ein gewisses Vertrauen, weil ich war dort öfters früher mit meinen Eltern im Urlaub und kenne mich dort einfach auch so gut aus. Und ja, irgendwie kommen dann wieder diese Gefühle in mir hoch, die ich als kleines Kind hatte, wo man noch so sorgenfrei war. Und ja, ich bin einfach immer extrem dankbar, dort zu sein und es ist einfach ein schöner Ort. Ich liebe diesen Ort. Warst du schon mal dort? Kennst du den Plattensee? Ja, du siehst, ich habe jetzt extrem viele Wörter in dieser kleinen Story verpackt und frage sie dann eben auch, ob sie schon mal dort war. Wahrscheinlich, wenn sie schon mal dort war, wird sie auch irgendwas darüber berichten. Wenn nicht, dann wird sie über einen anderen Ort reden und im besten Fall auch positive Wörter verwenden. Ja, also du solltest dir erstmal diese Wörter notieren und einprägen. Das sind ganz wichtige Wörter, die du in jedem Gespräch mit einer Frau verwenden solltest, weil das einfach extrem viel Energie bringt. Ja, das will ich jetzt nicht im Detail beschreiben. Das sind einfach Schwingungen, die du da übertragen kannst. Und versuche eben dir so, ja, ein paar Stories zurechtzulegen, die du immer wieder bringen kannst. Mit jeder Frau und möglichst auch in jeder Situation, wo diese Wörter beinhaltet sind. Wenn du dich mit dieser ganzen Thematik
von dem Macht der Wörtern noch ein bisschen intensiver beschäftigen möchtest. Da gibt es sehr interessante Studien dazu, auch in Bezug auf Wasser. Ja, also wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, der sollte das jetzt nach dem Video auf jeden Fall mal tun, weil Wasser ist mehr als man denkt. Man kann Wasser durch Wörter beeinflussen, man kann die Struktur des Wassers verändern und kann dadurch auch sich selbst verändern, weil man natürlich selbst zu, ja, ich weiß gar nicht, 90% oder wie viel Prozent ist der Mensch Wasser. Naja, man besteht auf jeden Fall sehr, sehr viel aus Wasser und kann eben dann eben auch sein eigenes Wohlbefinden dahingehend ins Positive steuern. Und natürlich auch das Wohlbefinden des Gegenübers. Also, das war jetzt ein kleiner, machtvoller Tipp an der Stelle. Verwendet die Wörter, die die Frauen auch verwendet, um eben ihr zu zeigen, hey, wir sind auf derselben Wellenlänge, und verwende solche energiebehafteten Wörter häufiger in Gesprächen und in Stories, um der Frau klarzumachen, hey, das ist ein attraktiver Typ. Cool. Ich hoffe, dir hat das kurze Video hier gefallen. Wenn dir das gefallen hat, wenn dir das weiterhilft, dann freue ich mich über ein Gefällt mir von dir. Abonnier den Kanal, wenn du noch mehr dieser Videos sehen möchtest. Und vor allem, kommentier mir mal, ob du noch andere Wörter kennst, die du in Gesprächen mit Frauen verwendest. Das würde mich interessieren, würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und kommentier mir mal, wie das Ganze bei dir funktioniert hat. Wenn du noch Unterstützung dabei brauchst, mehr attraktive Frauen in dein Leben zu ziehen, aus dem Alltag, aus Bars, aus Clubs oder sonst wo, und vielleicht noch nicht die Resultate hast, die du dir wünschst, das vielleicht alleine noch nicht so gut hinbekommst und dabei noch Unterstützung brauchst, dann buch dir ein Erstgespräch. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Da gibt es ein Gespräch mit mir. Ich werde dir schon die ersten Ratschläge mit an die Hand geben, wie du das Ganze für dich alleine umsetzen kannst, wie du die ersten guten Resultate haben wirst. Und wenn dir das Ganze taugt, dann komm gerne in Coaching mit mir. Wir gehen das Ganze zusammen an. Probier es auf jeden Fall aus in der Praxis. Ich wünsche dir richtig viel Erfolg dabei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. You